Die Erfrischung zum Feierabend fiel am Montag in Berlin etwas anders aus als gedacht. Über die Bundeshauptstadt fegte ein Gewitter mit Starkregen und Sturmböen hinweg. Vielerorts kam es zu Schäden. Äste wurden abgerissen und Sonnenschirme zerfetzt. Die Feuerwehr musste zu mehr als 350 Einsätzen ausrücken. Im S-Bahn-Verkehr kam es zu Zugausfällen. Der wegen des Unwetters ausgerufene Ausnahmezustand für Berlin konnte bis Dienstagmorgen jedoch wieder aufgehoben werden. Gewitterstürme und Regenfluten gab es auch in Norditalien. In Monza und der Region um Mailand wurden zum Teil Bäume entwurzelt und Autos beschädigt. Die Behörden gaben eine Unwetterwarnung bis Dienstag heraus. Italien hat derzeit mit mehreren Wetterextremen zu kämpfen. Neben Sturm und Regen im Norden herrscht im Süden des Landes weiterhin eine Rekordhitze mit Trockenheit und Waldbränden.